Fantastische, rätselhafte Urzeitriesen. Jeder neue Fund erweitert unser Wissen über Dinosaurier. Gigantische, schuppenbedeckte, grüne, graue, langweilige, dumme Reptilien. Diese Vorstellung ist Vergangenheit. Dinosaurier beherrschten die Erde rund 170 Millionen Jahre lang. Was war das Geheimnis ihres Erfolgs? Wir denken, dass Federn nur bei Vögeln vorkommen. Aber jetzt wissen wir, dass sehr viele Dinosaurier Federn hatten. Federn halfen den Dinosauriern, die Welt zu erobern. Man kann sich das so vorstellen, dass für die Dinosaurier im Prinzip diese Entwicklung der Feder so war wie für die Menschheit die Erfindung des Rades. Welche Vorteile verschafften Federn diesen erstaunlichen Tieren? Eine ganz besondere Lieferung. Und das nicht nur, weil sie Tausende von Kilometern zurückgelegt hat. Von Wyoming in den USA bis nach Brüssel in Belgien. Was sich unter dieser Gipsschicht versteckt, ist über 100 Millionen Jahre alt und wird schon sehnsüchtig erwartet. Es sind die Knochen eines riesigen Dinosauriers. Und dieser Mann wird ihnen ihre Geheimnisse entlocken. Pascal Godefroy ist europaweit bekannter Paläontologe am Königlich-Belgischen Institut für Naturwissenschaften. Diese Fossilien stammen aus einer aktuellen Ausgrabung und sollen hier untersucht werden. So etwas wissenschaftlich zu untersuchen, ist sehr aufregend, weil wir anhand von fragmentarischen Skeletten das Leben der Tiere rekonstruieren können. Es ist wie eine kriminalistische Untersuchung, eine Art von Cold Case. Aber zuerst werden die Knochen von ihrer Verpackung, der dicken Schutzschicht aus Gips, befreit. In der Erde können sich kleinere Knochen oder Splitter des Fossils verstecken. Da ist ein wachsames Auge gefragt. Jetzt geht es in die Feinarbeit. Denn die Knochen sind oft porös und dürfen nicht beschädigt werden. Liegt der Knochen frei, beginnt die Detektivarbeit. Wann und wo hat der Dinosaurier gelebt? Wie ist er gestorben? Fragen, auf die Knochen eine Antwort geben können. Eines der aufregendsten Projekte, an denen ich beteiligt war, war die Entdeckung von Deinocheirus. Das heißt schreckliche Hand. Es ist eine Art Paläontologie-Krimi, der zu einem der seltsamsten Dinosaurier führt, die es je gab. Die unglaubliche Geschichte beginnt in der Wüste Gobi in der Mongolei. Heute gilt sie als eine der reichsten Fundstätten für Fossilien. 1965 machen Forschende hier einen spektakulären Fund. Zwei gigantische Arme. Jeder von ihnen ist knapp 2,5 Meter lang, mit 20 Zentimeter langen Klauen. Doch der Rest des Skeletts fehlt. Deinocheirus, die schreckliche Hand, wird zu einem der größten Rätsel der Paläontologie. Wie könnte der Dinosaurier ausgesehen haben, der solche Klauen besaß? Ist Deinocheirus ein Verwandter eines großen Raubsauriers? Vielleicht sogar des berühmten Tyrannosaurus Rex? Die riesigen Arme müssten dann zu einem Raubsaurier gehören, der dreimal so groß war. Oder sah er ganz anders aus? 2006 und 2009 werden weitere Teile von Deinocheirus entdeckt. Doch die Fundorte wurden vorher geplündert. Die entscheidenden Teile des Skeletts fehlen.
Sie müssen wissen, dass Deinocheirus eine Art Mysterium in der Paläontologie war. Aber Pascal Godefroy kommt der Lösung des Rätsels näher. Es ist 2011. Ein Sammler möchte dem Paläontologen ein seltsames Fossil aus der Mongolei zeigen. Mein erster Kontakt mit Deinocheirus war sehr seltsam. Denn ich traf auf ihn nicht, wie für einen Paläontologen üblich, bei einer Ausgrabung, sondern bei einem Fossilienhändler. Auf einem Gestell lag ein riesiger Schädel, etwa 1 Meter lang, sehr merkwürdig. Ich hatte noch nie etwas Vergleichbares gesehen. In der Nähe dann 2 Hand- und Fußknochen. Ich erkannte sofort, dass sie zu Deinocheirus gehören müssen. Der Paläontologe kontaktiert das Team der letzten Deinocheirus-Ausgrabung. Endlich, nach 50 Jahren, konnten wir die Anatomie dieses rätselhaften Dinosauriers bis ins Detail rekonstruieren. Ein japanisches Team setzt den Dinosaurier mit den schrecklichen Händen aus Einzelteilen zusammen. Das Ergebnis? Mit einer Länge von 11 Metern und einem Gewicht von geschätzt 6000 Kilogramm war Deinocheirus riesig. Fast so groß wie der berüchtigte T-Rex. Als wir das komplette Skelett von Deinocheirus zusammengesetzt hatten, sah alles völlig seltsam aus. Jeder Teil des Skeletts war unglaublich. Endlich kann Deinocheirus in eine Gruppe eingeordnet werden. Er gehört zu den Straußendinosauriern. Diese sind schlank gebaut, haben lange Beine und Hälse und auch große Arme. Sie sind heutigen Laufvögeln sehr ähnlich. Deinocheirus ist der größte Saurier dieser Gruppe. Seine Arme gehören sogar zu den größten aller zweibeinigen Dinosaurier. Doch es sind nicht die Arme, die im Mittelpunkt aktueller Forschungen stehen. Als ich diesen Schädel zum ersten Mal sah, war ich völlig verblüfft. Und ich bin immer noch verwirrt, denn er hat keinerlei Ähnlichkeit mit dem, was wir kennen. Mithilfe eines 3D-Modells wollen Pascal Godefroy und sein Team die Anatomie des Schädels detailliert rekonstruieren und so Rückschlüsse auf Deinocheirus-Verhalten und seine Lebensweise ziehen. Wie könnte dieser außergewöhnliche Dinosaurier gelebt haben? Die Nemegt-Formation in der Wüste Gobi, in der südlichen Mongolei. Eine Sedimentformation aus der Kreidezeit. Vor 70 Millionen Jahren war die Landschaft hier dank des damals warmen, feuchten Klimas mit üppiger Vegetation bedeckt. Hier ist Deinocheirus zu Hause. Und so könnte er ausgesehen haben. Da er zu den Straußendinosauriern gehört, die gefiedert waren, könnte auch Deinocheirus Federn gehabt haben. Er hat keine Zähne in seinem langen Maul, aber dafür nutzt er es sehr geschickt. Zwischen den Rippen eines Fossils wurden Steine gefunden, sogenannte Gastrolithen, die das Tier absichtlich verschluckte. Die Steine helfen dabei, die Nahrung im Magen zu zerkleinern, wie bei manchen Vögeln heute. Dem Rückensegel dieses Deinocheirus fehlt ein Stück. Bissspuren auf Originalknochen legen nahe, dass er trotz seiner Größe Feinde wie den Tarbosaurus hatte, ein Verwandter des T-Rex. Zu der Wasserstelle ist der Dinosaurier nicht nur zum Trinken gekommen. Forschende fanden Fischreste im Magen von Deinocheirus-Fossilien.
Seine Klauen sind Allzweckwerkzeuge. Deinocyrus war vermutlich ein Allesfresser. Eine Gruppe von Avimimus mit ihrem bunten Federkleid. Gefiederte Dinosaurier. Eine eher irritierende Vorstellung. Doch tatsächlich ist sie wissenschaftlich belegt. Das Museum für Naturkunde in Berlin, wie es nur die wenigsten kennen. Hier verbirgt sich so mancher prähistorische Schatz. Was an meiner Arbeit das Schönste ist, ist eigentlich so diese Detektivarbeit aus einzelnen Knochen und diesen Skeletten, die man hat, die ganzen Tiere wieder zusammenzusetzen und am Ende zum Leben zu erwecken. Daniela Schwarz ist wissenschaftliche Leiterin der Sammlung fossiler Reptilien und Vögel. Ihr Spezialgebiet? Federn. Der Nachweis von Federn im Fossilbericht ist ja gar nicht so einfach, weil das eigentlich Weichteilstrukturen sind, die nicht erhaltungsfähig sind. Glücklicherweise haben wir aber manche Sedimente, die das ermöglichen, dass auch Federn überliefert werden konnten. So zum Beispiel beim Urvogel Archaeopteryx. Dieses Exemplar ist etwa 150 Millionen Jahre alt und zählt zu den bekanntesten Fossilien der Welt. Aber es ist ein anderer Fund, der den Blick auf die Dinosaurier verändert. Sinosauropteryx. Der kleine Dino wird 1996 in China entdeckt. Das Besondere? Diese schwarzen Strukturen. Sie umgeben den ganzen Körper des Sauriers. Es sind Federn. Ein Sensationsfund, der eine Revolution in der Dinosaurierforschung auslöst. Die Entdeckung weiterer gefiederter Dinosaurier wie dieses Caudipteryx folgen. Heute sind etwa 40 Arten von gefiederten Dinosauriern bekannt. Im Jahr 2012 wurde sogar das Fossil eines 9 Meter langen Dinosauriers mit Federn gefunden. Ein Utyrannus aus der frühen Kreidezeit. Der größte bekannte Dinosaurier mit direktem Nachweis von Federn. Und ein Verwandter des Tyrannosaurus Rex. Aber Feder ist nicht gleich Feder. Das Gefieder der Dinosaurier war sehr unterschiedlich. Also die ersten waren ja noch so einzelne borstenartige Strukturen, die sich dann eben zu so flaumigen Federbüscheln entwickelt haben und erst später anfingen, so einen richtigen Schaft zu entwickeln, von dem sich dann immer feinere Verzweigungen auch gebildet haben, bis man dann am Ende eben so eine wirklich asymmetrische, moderne Feder hatte, die man jetzt auch fürs Fliegen hätte gebrauchen können. Der Flaum, der zum Beispiel den Körper von Sinosauropteryx umhüllte, bestand aus sogenannten Protofedern, eine Vorstufe der heutigen Federn. Die Federn sind etwas ganz Besonderes, weil sie im Prinzip die komplizierteste Integumentstruktur, also eine von der Haut generierte Struktur sind, die wir im Tierreich kennen. Und man kann sich das so vorstellen, dass für die Dinosaurier im Prinzip diese Entwicklung der Feder so war wie für die Menschheit die Erfindung des Rades. Diese schon so frühe Entwicklung der Feder zeigt eigentlich, dass das wirklich ein Erfolgsmodell der Evolution war. Und es zeigt eben auch ihre enorme Verwendungsbreite. Also über Schutzfunktionen bis hin eben zu dieser visuellen Kommunikation, zur Tarnung, zum Brutverhalten bis eben hin zum Flug. Eine Theorie: Alle Dinosaurier waren gefiedert. Aber bisher konnten längst nicht bei allen Dinos Federn nachgewiesen werden. Das zeigt auch ein Blick auf die Hauptlinien des Dinosaurierstammbaums. Da haben wir auf der einen Seite die Echsenbecken-Dinosaurier. Und auf der anderen Seite stehen die Vogelbecken-Dinosaurier. Diese beiden Gruppen unterscheiden sich, wie der Name schon sagt, aufgrund der Struktur ihres Beckens. Die Echsenbecken-Dinosaurier hatten nämlich ein Schambein, was schön nach vorne gestreckt war, während bei den Vogelbecken-Dinosaurier dieses Schambein nach hinten abgeklappt war.
Die erste große Gruppe der Echsenbecken-Dinosaurier, das sind die Theropoden oder Raubsaurier. Die sind alle zweibeinig gelaufen und man sieht ganz deutlich, die haben sehr große, messerartig scharfe Zähne, eben um ihre Beute auch gut ergreifen und jagen zu können. Bei diesen Dinosauriern sind Federn sehr, sehr häufig schon nachgewiesen worden. Die zweite große Gruppe der Echsenbecken-Dinosaurier, das waren die Langhals-Dinosaurier oder Sauropoden. Das waren die größten landlebenden Wirbeltiere aller Zeiten und alle hatten sehr, sehr lange Hälse. Bei den Langhals-Dinosauriern haben wir bis jetzt noch keinerlei Nachweise dafür gefunden, ob da Federn vorhanden gewesen sind. Bei der zweiten großen Gruppe der Dinosaurier, den Vogelbecken-Dinosauriern, konnten Federn bisher nur vereinzelt nachgewiesen werden. Zu den Vogelbecken-Dinosauriern zählt zum Beispiel der pflanzenfressende Triceratops oder der Stegosaurus. Eine sehr wichtige Gruppe der Vogelbecken-Dinosaurier, das sind die Ornithopoden oder Vogelfuß-Dinosaurier. Das ist eine sehr diverse Gruppe und bei denen hat man in der Tat bei einigen Vertretern auch schon Federn oder federähnliche Strukturen nachweisen können. Federn wurden also bisher vor allem bei den Raubsauriern und den Vogelfuß-Dinosauriern gefunden. Deinocheirus lässt sich bei den Raubsauriern einordnen. Auch er hat wohl Federn gehabt. Der Deinocheirus mit dem angebissenen Rückensegel. Er ist größer geworden. Und auch die Farbe seiner Federn sieht anders aus. Das Gefieder der Dinosaurier könnte im Laufe ihrer Entwicklung seine Farbe verändert haben, wie bei heutigen Vögeln. Ein zweites Tier nähert sich. Seine Federn haben eine etwas andere Farbe. Federn können auch nützlich gewesen sein, um die Geschlechter zu unterscheiden. Das hier ist wohl ein Männchen. Greift er an? Nein, er will imponieren. Ist erfolgreich. Wie bei modernen Vögeln könnte das Gefieder auch das Paarungsverhalten beeinflusst haben. Aber waren die Federn der Dinosaurier wirklich so bunt? An der Universität von Bristol in Großbritannien gehen die Studierenden des Masterstudiengangs für Paläontologie dieser Frage nach. Hier lernen sie von einem der renommiertesten Experten Europas, Professor Mike Benton. Rund 400 wissenschaftliche Arbeiten und mehr als 50 Bücher über Dinosaurier hat er schon verfasst. Es ist sehr schwierig, in einer langen Karriere ein Highlight auszuwählen. Aber ich denke, ein großes Erlebnis war, als wir als Erste die Farbe eines Dinosauriers entdeckten. Bis zu dieser Entdeckung konnten wir nur raten, welche Farbe sie hatten. Danach hatten wir eine überprüfbare wissenschaftliche Methode. In gewisser Weise wurde die Grenze zwischen Wissenschaft und Spekulation verschoben. Eine wissenschaftliche Methode, um die Farben von Dinosauriern zu rekonstruieren? Lange hielt man das für undenkbar. Doch hochmoderne Analysetechniken machen es möglich. Wir brauchen nur ein Stück, das vielleicht 2 oder 3 Millimeter groß ist. Denn mit dem Raster-Elektronenmikroskop beträgt das Sichtfeld nur wenige Mikrometer. Und ein Mikrometer ist ein Millionstel eines Meters.
Bei dieser sehr starken Vergrößerung können wir in den Fossilien Strukturen erkennen, die wir auch in modernen Federn sehen würden. Und diese Strukturen helfen uns dabei, die Farbe der Federn von fossilen Vögeln und Dinosauriern herauszufinden. Wie bei Federn heutiger Vögel fanden die Forschenden auch in den Federn der Dinosaurier Melanosomen. Diese enthalten das Pigment Melanin, das Haut und Haaren ihre Farbe verleiht. Fest eingeschlossen in den Melanosomen kann das Pigment hunderte Millionen Jahre überdauern. Das Wichtigste ist, dass es bei modernen Vögeln und Säugetieren eine eindeutige Beziehung zwischen der Farbe des Melaninpigments und der Form des Melanosoms gibt. Bei den schwarzen, braunen und grauen Farben ist das Melanosom wie eine kleine Wurst geformt, also lang und dünn. Bei den Orange- und den Rot-Braun-Tönen ist das Melanosom dagegen rund, wie ein Ball. Die Form der Melanosomen verrät also die Farbe der Feder. Je mehr Melanosomen an einer Stelle sind, desto intensiver die Farbe. Bei manchen Dinofossilien können die Forschenden durch Form, Anordnung und Verteilung der Melanosomen nicht nur die Farbe, sondern sogar Muster und Schattierungen bestimmen. Eine der erstaunlichsten Entdeckungen war, dass Dinosaurier nicht nur eine einzige einheitliche Farbe hatten. In den meisten Fällen, die wir untersucht haben, fand sich tatsächlich eine große Vielfalt an Farben und Mustern auf dem Körper. So haben viele von ihnen zum Beispiel einen gestreiften Schwanz. Manchmal gibt es auch einen rotbraunen Kamm oder spezielle lange Federn am Kopf, die eine Art Struktur für die Balz darstellen. Das Bemerkenswerte ist, dass sie in den meisten Fällen eine genauso große Vielfalt an Farbmustern aufweisen wie viele moderne Vögel. Ihr Gefieder ist vielleicht sogar noch farbenfroher gewesen, als es ihre Melanosomen bisher verraten. Wenn wir die Farben der Dinosaurier untersuchen, können wir die Farben nur anhand des Melanins bestimmen. Während die Vögel von heute zum Beispiel auch Farben haben, die von ihrer Nahrung stammen. Viele Menschen kennen Flamingos, die eigentlich weiß sind, aber eine Art rosa Farbe haben. Und das Rosa kommt von der Nahrung, die sie zu sich nehmen. Andere Vögel, die grün und violett gefärbt sind, erhalten diese Farben auch aus verschiedenen Nährstoffen. Leider können wir diese Art von Pigmenten derzeit nicht in Fossilien nachweisen. Aber es wird daran gearbeitet, das möglich zu machen. Das Nest eines kleinen gefiederten Dinosauriers. Lange dachten Forschende, dass nur kleinere Dinosaurier ihre Eier ausbrüteten. Große, so glaubte man, seien dafür zu schwer. Doch dann dieser sensationelle Fund in China. Ein Gelege mit riesigen Eiern. Sie sind jeweils 40 cm groß und in einer Ringformation abgelegt. Der Fund beweist, auch einige große Dinosaurier müssen gebrütet haben. Die Mitte des Geleges ist frei, damit das Elterntier sich niederlassen kann und dabei nicht auf seine eigenen Eier tritt. Im Gegensatz zu kleinen gefiederten Dinosauriern, die mit ihrem Körper die Eier warm hielten, könnten große Saurier das Nest so vor allem vor Raubtieren geschützt haben. Die gefiederten Arme boten ebenfalls Wärme. Edinburgh in Schottland. Hier an der Universität ist Steve Prosetti Professor für Paläontologie. Wenn er nicht unterrichtet, gräbt er nach Dinosaurierfossilien. Ich habe in Teams gearbeitet, die an die 20 neue Dinosaurierarten entdeckt und beschrieben haben. Es gibt wirklich nichts Schöneres, als der erste Mensch zu sein, der ein Fossil findet. Denn niemand zuvor hat dieses Millionen Jahre alte Objekt gesehen. Es stammt aus einer völlig anderen Welt. Besonders spannend für die Forschung sind Dino-Eier. Die Theorie? Alle Dinosaurier haben Eier gelegt. Fossile Eier zu finden ist allerdings selten. Dabei sind sie für die Forschung besonders spannend, denn sie liefern eine Fülle an Informationen.
Die Fossilien von Dinosauriereiern verraten viel darüber, wie Dinosaurier wuchsen, wie sie sich fortpflanzten und was für Eltern sie waren. Bauten sie große Nester, kümmerten sie sich lange um die Eier oder überließen sie ihre Eier und Jungtiere sich selbst. Einige Strategien der Dinosaurier beim Ausbrüten der Eier, Pflege der Eier, Hilfe beim Schlüpfen, Aufzucht der Jungtiere, waren wahrscheinlich nur dank der Federn möglich. Denn zu den vielen Dingen, die Vögel heute tun, gehört, dass sie ihre Federn an den Flügeln benutzen, um ihre Eier zu bedecken und warm zu halten. In diesem Sinne war die Evolution der Federn für viele Dinosaurier sehr wichtig, um ihre Jungen schützen zu können. Auch Deinocheirus könnte seine Eier auf diese Weise beschützt haben. Denn so eine Ansammlung von großen Eiern bleibt nicht lange unentdeckt. Zanabazar. Eine Gruppe dieser kleinen Raubsaurier hat das Nest entdeckt. Verteidigung des Nestes. So konnte die Schlupfrate deutlich erhöht werden. Auch wenn hier ein Ei diesem Zanabazar zum Opfer fällt. Einige Zeit später. Fossilienfunde zeigen, der Sauriernachwuchs ist nach und nach geschlüpft. Das braune Federkleid könnte den Nachwuchs warm gehalten und gleichzeitig getarnt haben. Das Muttertier bleibt zum Schutz in der Nähe. In der Forschung hat sich das Bild der kaltblütigen Echsen radikal gewandelt. Waren manche Dinosaurier vielleicht sogar Warmblüter? In den letzten Jahrzehnten gab es viele Debatten darüber, ob einige Dinosaurier Warmblüter, andere Kaltblüter oder vielleicht etwas dazwischen waren. Aber die Fossilien sagen uns eindeutig, dass die Dinosaurier viel aktiver, energiegeladener und dynamischer waren und einen viel höheren Stoffwechsel hatten als heutige Reptilien. Sie waren Vögeln ähnlich. Dass Fossilien weltweit gefunden wurden, beweist, Dinosaurier lebten in allen damaligen Klimazonen. Sie müssen also in der Lage gewesen sein, sich an unterschiedlichste Umweltbedingungen anzupassen und ihnen zu trotzen. Wie konnten sie das schaffen? Dinosaurier verbreiteten sich weltweit und Federn waren dafür wohl sehr wichtig. Denn Federn zu haben, um den Körper warm zu halten, war wahrscheinlich überlebenswichtig. Einige dieser Dinosaurier hatten einen hohen Stoffwechsel, große Gehirne, scharfe Sinne und waren sehr anpassungsfähig. Je mehr wir finden, desto mehr wird deutlich, dass einige Dinosaurier selbst an die rauesten Gegenden ihrer Welt sehr gut angepasst waren. Die Arktis war auch vor rund 70 Millionen Jahren ein rauer Ort. Denn es war nicht nur kalt, sondern auch mehrere Monate lang völlig dunkel. Ein kleiner Dinosaurier hat sich an das eisige Klima angepasst. Troodon.
Er gehört, genau wie Deinocheirus, zu den Raubsauriern. Ein wärmender Federflaum schützt seinen Körper. Nur so kann er in dieser Kälte überleben. Mit seinen großen Augen sieht er auch bei Dunkelheit sehr gut. Doch vor allem sein Gehirn verschafft Troodon einen Vorteil. Auf der Grundlage der Schädelfossilien von Troodon erstellten Forschende dieses 3D-Modell. Ein Vergleich der Gehirngröße im Verhältnis zum Schädel zeigt, das Gehirn des Troodon ist dreimal so groß wie das eines Tyrannosaurus. Als sich die Dinosaurier weiterentwickelten, entstanden viele neue Merkmale. Es ist zwar schwer zu sagen, wie die sich beeinflussten, aber sehr wahrscheinlich hatten die ersten Federn eine isolierende Wirkung, was mit einer Veränderung des Stoffwechsels einherging. Die frühen Dinosaurier waren noch keine richtigen Warmblüter, aber sie steigerten ihren Stoffwechsel. Sie wuchsen schneller, sie vermehrten sich schneller. Und später kamen dann die größeren Gehirne hinzu. Es könnte also sein, dass ein höherer Stoffwechsel zusammen mit den Federn die Entwicklung größerer Gehirne, schärferer Sinne und höherer Intelligenz bei späteren Dinosauriern ermöglicht oder sogar ausgelöst hat. So könnte es gewesen sein. Troodon ist auf Nahrungssuche. Zu dieser Jahreszeit eine echte Herausforderung. Ein Insekt. Der perfekte Snack. Aber er frisst es nicht sofort. Er nutzt es als Köder, um eine viel nahrhaftere Beute zu fangen. Könnte Troodon so strategisch gejagt haben? Die Intelligenz heutiger Vögel kann darüber Aufschluss geben. Genauer gesagt, die Intelligenz heute noch lebender Dinosaurier. Die Vögel von heute sind Dinosaurier. Es gibt etwa 14.000 Vogelarten, von Kolibris und Tauben bis hin zu Adlern und Straußenvögeln. Und sie alle sind Dinosaurier. Sie sind Teil des Dinosaurier-Stammbaums. Tatsächlich waren sie die einzigen Dinosaurier, die den Asteroideneinschlag vor 66 Millionen Jahren überlebt haben, der den T-Rex, den Triceratops und alle anderen Dinosaurier außer den Vögeln tötete. Vögel sind die einzigen Überlebenden des großen Dinosaurier Reiches, die heute noch existieren. Und Vögel haben eine Besonderheit. Die Gehirne mancher Arten sind zwar klein, die Anzahl der enthaltenen Neuronen jedoch erstaunlich hoch. Dies könnte das intelligente Verhalten mancher Vogelarten erklären. Zum Beispiel bei Papageienvögeln. Der kleine Korb in diesem Rohr enthält eine Nuss. Daneben liegen ein Pfeifenreiniger und eine Schnur. Der Vogel weiß sich zu helfen. Und baut sich ein Werkzeug. Bei heutigen Vögeln erkennt man eine Art Bauplan, der sie von allen anderen Tieren unterscheidet. Vögel haben Federn, sie haben Flügel und Schnäbel. Sie haben keine Zähne, sie haben ein Gabelbein. Man könnte Dutzende Merkmale aufzählen, die Vögel zu Vögeln machen.
Fossilien zeigen uns, dass fast alle diese Merkmale zuerst bei den Dinosauriern da waren, den Vorfahren der Vögel. Sie entstanden nach und nach über Millionen Jahre der Evolution. Auch das intelligente Verhalten heutiger Vögel könnte sich zuerst in den Dinosauriervorfahren entwickelt haben. Troodon gilt als einer der intelligentesten Dinosaurier. Nüsse vom Herbst, vergraben im Schnee. Das Verstecken von Nahrung lässt sich heute bei modernen Vögeln wie Krähen beobachten. Doch Troodon ist nicht der einzig hungrige Saurier. Nanuxaurus, ein Arktisbewohner aus der Familie der Tyrannosaurier, schleicht sich an. Eine Jagd auf Leben und Tod. Es ist Frühling und der Schnee schmilzt. Die Zeit des Brütens hat begonnen. Fossilienfunde beweisen, für Dinosaurier ist es nicht unüblich, in Gruppen zu brüten. Troodon brütet seinen Nachwuchs nicht nur aus, er kümmert sich wohl auch weiter um die Jungtiere. Noch muss er für sie Nahrung besorgen. Und Troodon gibt seine intelligente Jagdstrategie an seinen Nachwuchs weiter. So haben die Jungen in der herausfordernden Umwelt bessere Chancen zu überleben. Noch sind die Jungen sehr unbeholfen. Sie haben noch viel zu lernen. Zurück in Brüssel. Im Institut für Naturwissenschaften bringt jeder neue Tag Pascal Godefroy und sein Team ein Stück näher an die Entschlüsselung der Fossilien aus Wyoming.
Die Knochen auf diesem Tisch gehören zu einem Langhalsdinosaurier. Hier haben Sie Knochen aus dem Beckenbereich des Tieres. Dies ist eine Tibia, ein Beinknochen. Das ist ein Oberarmknochen, hier sind Rippen, weitere Oberarmknochen und einige Wirbel. Das ist ein Wirbel aus dem Hals des Tieres. Wahrscheinlich gehört der Saurier zu einer neuen Gattung von Diplodocus-ähnlichen Langhalsdinosauriern. Ein neuer Dinosaurier. Aktuell wird etwa jede Woche eine neue Dinosaurierart entdeckt, etwa 50 im Jahr. Es sind Funde wie diese, die das Wissen über die Giganten der Urzeit immer weiter vorantreiben. Es ist wie ein Traum. Unsere Funde rund um die Skelette, das fügt sich zu einem genaueren Bild. Wir haben Federn gefunden. Wir haben Schuppen gefunden. Das Bild, wie ein Dinosaurier wirklich aussah, ist jetzt sehr viel präziser. Und es ist völlig anders als das, was wir vielleicht vor 20 oder 30 Jahren erwartet haben. Ähnlich wie Troodon könnte auch Deinokairos für seinen Nachwuchs gesorgt haben. Die kleine Gruppe bleibt nicht lange unentdeckt. Ein Tarbosaurus greift an. So könnte ein Kampf der Riesen vor etwa 70 Millionen Jahren gewesen sein. Deinokairos schreckliche Hände erweisen sich als gefährliche und effektive Waffen. Der Deinokairos kann den Angreifer abwehren. Der Nachwuchs ist vorerst in Sicherheit. Die Welt der Saurier gibt immer mehr ihrer Geheimnisse preis. Heute können wir erahnen, wie vielfältig diese Welt wirklich war.